Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft mit unserem Elementarschamanen Syndol. Wir waren letztes Mal hier in den Coven der brennenden Klinge gekommen. Hatten hier schon einige Teufelsfischer getötet und uns von Yarok Schattenbann das Medaillon der brennenden Klinge besorgt. Wir brauchen jetzt noch ein paar von den Teufelsfischern, fünf an der Zahl. Werden wir uns direkt mal ranmachen, sie zu töten. So, Pam. Und wir waren gerade vergiftet oder ähnliches, glaube ich. Weil wir so ein bisschen grün aufgeleuchtet haben. So, schnappen wir uns ihn noch. Übrigens haben wir gerade so einen Buff, Segen des Freudenfeuers. Ich weiß nicht mehr ganz genau, von welchem Event das war. Aktuell scheint es aber wieder ein Event zu geben. Wir können jetzt nochmal ganz kurz gucken. Einmal hier, ah ja, das Sonnenwendfest, alles klar. Ist quasi so ein Fest. Hoppala, die Stoppuhr will ich eigentlich gar nicht. Ist so ein Fest wie zum Beispiel das Braufest, was hier ab und zu mal läuft. Oder die Kinderwoche gab es, glaube ich, auch noch. Wo man diverse Erfolge abschließen kann. Und dann halt, ja, diverse kleinere Boni, zum Beispiel Haustiere und sowas dafür bekommt. Und immer wenn irgendwas passiert, kriegen wir den Segen des Freudenfeuers. Ich weiß nicht, wann genau das hier freigeschaltet wird. Eventuell, wenn irgendeiner einen Raid-Boss oder so tötet. Keine Ahnung. Habe ich mich schon länger nicht mehr mit auseinandergesetzt. Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen netten Buff, der uns ja, zusätzlich Feuerschaden zufügen lässt. Mit einer 30-prozentigen Chance. Ist sehr nützlich. Wir machen jetzt halt ein bisschen mehr Schaden, während wir hier rumquesten. Kann man absolut nicht meckern. So, machen wir den mal fix kaputt. Pam. Dann haben wir auch 7 von 7 zusammen und können die Höhle verlassen. Dann sind wir, denke ich, auch langsam hier in dem Tal der Prüfungen fertig. Wir sind ja auch inzwischen schon fast Level 6. Müssen wir mal gucken. Eric Davidson. Ah ja, die Kampfhaustiere, das können wir mal ausblenden. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir endlich reiten können. Das zu Fuß rumlaufen ist ja doch, sag ich mal, anstrengend bzw. ungewohnt, wenn man jetzt die ganze Zeit wieder mit Highspeed rumgelaufen bzw. rumgeflogen ist. Aber gut, müssen wir auf uns nehmen. Das gehört dazu. Wir sind zu unerfahren, um zu reiten. Dementsprechend, ja, müssen wir unsere Beinchen zur Hilfe nehmen. So, da sind wir auch gleich schon da. Mal gucken, was wir hier jetzt noch für Quests bekommen werden. Ich denke, wir werden das Tal der Prüfungen bald verlassen. Vielleicht noch ein, zwei Quests. Aber lang wird das hier nicht mehr dauern. So, mal gucken. Großknecht Tazril. Bitteschön, deine Hacke. Und wir bekommen 1 Silber, 50 Kupfer dafür, plus 500 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Und das Medaillon der brennenden Legion. Wir wollten uns die Lederhandgelenke nehmen, ne? Genau. Wir bekommen noch einen schwachen Heiltrank dazu. Das können wir hier einmal sortieren. Dann einmal hier die Armschienen. Das ist alles schlechter als unseres. Gell? Können wir dann auch gleich verkaufen. Heiltrank können wir uns mal dahin packen. Wie viel heilt das denn? 120 Gesundheit, okay. Also knapp die Hälfte von dem, was wir haben. Das ist sehr angenehm. Bericht erstatten in Senjin. Sprecht mit Meister Gadrin in Senjin. Alles klar, wir scheinen hier soweit fertig zu sein. Ich würde noch ganz kurz was verkaufen. Reparieren, genau. Da vorne ist er auch schon, sehr gut. Rüstungsschmied und Schildmacher. So, ein bisschen was Graues haben wir verkauft. Die Rüstung können wir im Prinzip auch verkaufen. Bringt uns nicht viel Geld, aber wir brauchen die sowieso nicht. Ruhestein ist gebunden im Tal der Prüfungen, alles klar. Wir könnten uns jetzt natürlich ein Holzschild und ähnliches kaufen. Könnten wir eigentlich machen, ne? Kostet zwar 70 Kupfer, aber wir haben 13 Silber. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir würden immer noch knapp über 12 Silber bleiben, wenn wir uns den Schild holen würden. Großer Holzschild. Also ich sehe das jetzt nicht als Geldverschwendung. 116, 171. Wir holen uns den einfach mal.
Wir holen uns den einfach, rüsten ihn aus, ab. Oh. Doch, können wir ausrüsten. Warum ist denn das rot? Wir konnten ihn gerade ausrüsten. Alles klar. Den können wir verkaufen. Brauchen wir nicht. Abgenutzter Holzschild. Und unser Schild ist jetzt deutlich besser. Wir haben deutlich mehr Rüstung. Fressen entsprechend deutlich weniger Schaden. Einige können wir hier eigentlich ausblenden. Beziehungsweise wir können hier mal das Wichtigste hochholen. Und zwar Zauber. Das ist für uns erstmal wichtig. Nahkampf ist nicht so wichtig. Können wir das auch ausblenden? Nee. Distanzkampf ist nicht wichtig. Verteidigung ist auch nicht so wichtig. Aber immer noch wichtiger als Distanzkampf und Nahkampf. Lassen wir das mal so. Dann haben wir 287 Rüstung. Fressen entsprechend 26% weniger Schaden. Sehr gut. Und dann sind wir hier soweit auch fertig, so wie es aussieht. Was gibt es denn für die Quest? Ich habe gar nicht geguckt. 50 Kupfer und 253 Erfahrungen. Alles klar. Ja, damit sind wir hier in dem Tal der Prüfungen soweit fertig. Geht weiter nach Durota, das erste größere Questgebiet quasi. Bis Level 10 in etwa. Laufen wir hier mal durch. Mal gucken, wie weit das bis Sanjin ist. Ich denke nicht, dass das extrem weit ist. So, einmal hier außen rum. Wer bist du? Grundsatzin des Höhlenbaus, alles klar. Und ich freue mich definitiv schon auf Stufe 6, wenn wir Erdschock lernen. Schockt das Ziel sofort mit erschütternder Kraft, verursacht 66,5 Naturschaden und verursacht den Effekt Kampfesmüdigkeit. Kampfesmüdigkeit demoralisiert das Ziel und verringert den von ihm verursachten körperlichen Schaden 30 Sekunden lang um 10%. Das heißt, wir fügen mit dem Erdschock gleichzeitig Schaden zu und setzen dem Gegner quasi einen Debuff auf den Kopf, der ihn weniger Schaden machen lässt. Das ist klasse, das ist klasse, das ist super. Freue ich mich definitiv drauf. Oh, sehen wir auch schon, da ist Sanjin. Hier hinten haben wir einige Quests. Hier im mittleren Bereich von Durota haben wir noch ein paar Quests. Hier oben ist übrigens Orgrimmar, da werden wir bald auch mal hingucken. Aber das hat alles noch seine Zeit. Und damit sind wir auch schon in Sanjin angekommen. Das ist, ist das eigentlich die kleine Hauptstadt der Trolle? Kann das sein? Wobei, es ist, glaube ich, nicht mal eine Hauptstadt. Es war aber auf jeden Fall immer ein sehr wichtiger Stützpunkt der Trolle. Ich weiß allerdings nicht, ob es hier Auktionshaus etc. gibt. Wenn das einer weiß, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr kennt euch, denke ich, deutlich besser mit der Horde aus als ich, Fledermausführer. Wer ihr seid denn? Bei der Horde fliegt man übrigens nicht mit Greifen, sondern mit Fledermäusen bzw. Windreitern. Das sind so geflügelte Wölfe, soweit ich das weiß. Oder auch nicht weiß. Wahrscheinlich auch eher nicht weiß. Keine Ahnung. Meister Gadrin, da haben wir ihn auch schon. Bericht erstatten in Sanjin. 50 Kupfer, 253 Erfahrungspunkte. Die Ketten durchbrechen. Zerstört 3 Vorratskisten aus Nordwacht und tötet 10 Träger der Nordwacht. Man sieht sich, meine Freunde. So, da können wir noch eine Quest annehmen bei Bombay, dem Hexendoktor in Ausbildung. Küstensäuberung, erhaltet 5 Handvoll Kriechersekret. Alles klar. Haben wir noch andere Quests? Glaub nicht, ne? Und da fängt hier die Trollmusik schon wieder an. Das ist grandios. Holen wir uns erstmal das Kriechersekret. Das soll hier vorne irgendwo sein. Können wir direkt hier mal markieren. Ah ja. Mal gucken, Brandungskriecher. Okay, dann werden wir teilweise unter Wasser kämpfen. So wie es aussieht. Oder das ist hier nur knietief. Okay, ist auch gut. Ist auch gut, gefällt mir gut. Die fressen schon deutlich mehr, bevor sie umfallen. Werden wir wahrscheinlich bald wirklich mit Essen und Trinken anfangen müssen. Der hat leider nichts fallen gelassen, alles klar. Na, wobei es regeneriert immer noch sehr, sehr schnell. So, einmal noch so einen urtümlichen Schlag. Ah, die Skillnamen, die muss ich mir natürlich auch noch merken. Beim Krieger war das ja doch deutlich einfacher. So, da haben wir noch ein paar Brandungskriecher. Sehr gut. Und unser Blitzschlag hat wirklich eine sehr hohe Reichweite. 30 Meter ist super. Also der Gegner war ungefähr hier und wir konnten immer noch angreifen.
Das ist ziemlich cool, wenn ich ehrlich sein soll. So, einmal noch einen normalen Schlag drauf. Pam. Oh, okay. Pam. Oh, okay. Bam. Und da ist er auch schon tot. Stufe 6. Wunderbar. Damit bekommen wir jetzt Erdschock. Prima. Ziehen wir uns direkt mal hier auf die Leiste. Würde ich auch sagen, dass wir das... Ah ja. So, einmal auf die 2. Dass wir das öfter benutzen. Ist auch ein Spontanzauber. Wir können das ja mal ausprobieren. Einmal Erdschock. Pam. Sehr gut. Hat das irgendwas gebracht? Ich weiß das gar nicht. Doch, Tatsache, Kampfesmüdigkeit verursacht der körperliche Schaden um 10% verringert. Und haben wir nochmal so einen Erdschock drauf? Nee, tun wir nicht. Blitzschlag war schon am Durchlaufen. Wer bist du? Du bist eine Dornenechse. Du bist total süß. Dich hab ich gern. So. Bleiben wir mal so ein bisschen beim Blitzschlag. Einmal hier, Pam. Oh, das sah sehr, sehr gut aus. Erdschock, wunderbar. Ein schöner Skill auf jeden Fall. Der Debuff auf den Gegnern ist auf jeden Fall sehr nützlich. Weil wir sind eh noch extrem zerbrechlich. Entsprechend ist es natürlich immer gut, wenn wir wenig Schaden fressen. Ah, Pam. Wunderbar. Gehen wir direkt auf den nächsten. Und ihr seht, außerhalb vom Kampf regeneriert das wirklich extrem schnell auf 100% wieder. Pam! Und da fallen die Gegner 20 DPS inzwischen. Das läuft wirklich gut. So, noch ein bisschen Blitzschlag, bis der so in Nahkampfreichweite kommt. Dann können wir hier einmal Erdschock und unseren urtümlichen Schlag. Genau, so hieß er. Wunderbar, habe die Quest erledigt. Rasselnder Skorpid. Ah, der ist uns schon feindlich gesinnt. Er ist quasi rot. Das heißt, er greift uns an, wenn wir nur an ihm vorbeilaufen. Gehen wir die Quest mal fix ab. Da hinten können wir dann die zweite erledigen. Mal gucken, was es hier für eine Belohnung gibt. Wie kann ich dienlich sein? 5 Kriechersekret, bitteschön. Ah ja, 1,25 und 451 Erfahrungspunkte. Große Haken und Lächeln sollten Misstrauen hervorrufen. Erhaltet 6 Proben Skorpid-Toxin, indem ihr das Totem der Giftextraktion in der Nähe eines rasselnden Skorpids aufstellt. Alles klar. Oder wollen wir das jetzt schon machen? Machen wir das jetzt schon, ne? Dann machen wir einfach die andere Quest, die Ketten durchbrechen nächstes Mal. So, den greifen wir mal an, stellen wir mal das Totem auf. So, Giftextraktion. Hat's hingehauen? Ah ja, tatsächlich. 1 von 6, okay. Wunderbar, warten wir mal ab. So, haben wir mal unser Totem. Und er vergiftet und das Totem zieht das Vergiften auf sich. Sehr gut. 2 von 6 Skorpid-Toxin-Proben. Wunderbar. Oh. Wenig Schaden, bis gar keinen Schaden. Alles klar. Wo haben wir noch ein paar giftige Skorpide? Da vorne einen rasselnden. Wieder schön mit Blitzschlag auf ihn gehen, bis er sich uns nähert. Können wir so ein Totem aufstellen. Pam, pam. Kurz warten. Und 3 von 6, wunderbar. Ah ja, die aus der Basis hier helfen uns. Weil wir natürlich freundlich sind, beziehungsweise sie uns eben mögen. Und entsprechend möchten sie uns beschützen. Da haben wir einen Allianzstützpunkt. I see, I see. Sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt nähern. Ich würde da trotzdem mal gern hingucken. Vier von sechs, wunderbar. Zerreißendes Spalten. Rüstung um 50 verringert. Okay, das ist ein ziemlich übler Debuff. 4 von 6, sehr gut. So, mal gucken, was es hier hinten gibt. Das interessiert mich ja jetzt doch ein bisschen. Vorratskiste der Nordwacht. Ach so, okay. Können wir die so angreifen? Ah ja, die sind jetzt aggressiv. Aber die haben richtig wenig Leben. Entsprechend können wir hier volle Kanne drauf gehen. Pam. 3 von 10, dann können wir die Quest tatsächlich jetzt abschließen. Noch in der Folge. So, Vorratskisten zerstört. Wunderbar. Da hätten wir schon eine Kupferader, die wir noch nicht benötigen. Berufe. Weiß ich immer noch nicht ganz genau, was ich mache.
Müssen wir mal gucken. So, da einmal. Ein Erdschock drauf. Ach Gott. Die Namen sind ja anstrengend zu merken. So, dich auch nochmal pannen. Und die Vorratskiste machen wir auch nochmal kaputt. Machen wir da so einen Erdschock. Erdschock? Doch, tatsächlich Erdschock. Ach, das wird noch 5 Jahre dauern, bis ich das hinbekomme, Freunde. Das wird noch ewig dauern, bis ich das hinbekomme. So, das hier noch kaputt. Alles klar, die Quests haben wir. Brauchen wir noch 2 Scorpitoxi-Proben. Die besorgen uns auch noch ganz fix. Dann wird die Folge halt mal 1-2 Minuten länger. Ist ja kein Problem. Ich weiß immer noch nicht, ob ich sonntags hier auch 30 Minuten länger, also eine 30-minütige Folge machen soll. Muss ich mal gucken. Bock drauf hätte ich ja schon. Oder wir machen einfach jetzt eine halbstündige Folge. Sollen wir das machen? Ja, was soll's, Freunde, wir machen das einfach. Allerdings sehe ich jetzt hier keine Skorpide mehr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Da hat der andere wohl auch mitgequestet. Würde ich sagen, gehen wir mal hier oben hin. Da haben wir ja scheinbar doch noch ein paar. Oh, das Laufen ist natürlich nicht extrem spannend, aber wir können unserem lieben Sindol mal so ein bisschen zuschauen. Schaut noch so ein bisschen verplant und unscheinbar aus. Der wird aber bald richtig mächtig werden. Das verspreche ich euch. So, da, da. Einmal hier rüber. Da sollten wir dann hoffentlich auch ja, 2 noch finden. 2 von den Skorpionen. Da haben wir schon einen, wunderbar. Müssen wir nur gucken, dass die uns hier jetzt nicht unbedingt helfen. Mit Pfeil und Bogen aus der Stadt heraus. Ja, toll habt ihr das... Oh Gott. Ja, ich sag jetzt erstmal nichts. Wir sollten vielleicht wirklich ein bisschen weiter wegkämpfen. So, jetzt warten wir mal ganz kurz, bis wir unser Totem wieder aufstellen können. Da ist natürlich ein bisschen Cooldown drauf, 15 Sekunden. So, jetzt können wir loslegen. So, einmal Erdschlag, einmal hier Pam. Kurz warten. 5 von 6, wunderbar. Und da helfen sie uns schon wieder. Ihr sollt uns nicht helfen, ich komme schon alleine klar. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie hilfreich sie sind. So, dich auch noch. Und dann haben wir die Quest auch schon erledigt. Und 6 von 6. Wunderbar. Pam. Prima. Noch fix looten. Sehr gut. Dann können wir jetzt zurück. Geben wir die Quest mal ab. Dann werden wir wahrscheinlich hier unten auf diese 2-3 Inseln geschickt. Oder ich mache hieraus mal eine 20-Minuten-Folge und ihr dürft dann in den Kommentaren entscheiden, ob ihr hier sonntags auch eine 30-minütige Folge haben wollt. Die Antwort ist wahrscheinlich ja, aber ich lasse mich da mal überraschen. Die Ketten durchbrechen. Sehr schön. 1 Silber, 25 Kupfer und 605 Erfahrungspunkte. Das Tal reinigen. Besiegt 12 Trupps der Nordwacht am Vorposten der Nordwacht. Alles klar. Und Bombay. Große Haken und Lächeln sollten Misstrauen hervorrufen. 1,25 und 605 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Da können wir noch eine Quest annehmen. Machen wir auch noch ganz fix. Grüße, Mann. Der Kampf gegen die Aggression der Nordwacht zerstört 3 Angriffspläne, die beim Vorposten der Nordwacht gelagert werden. Gut. Würde ich sagen, verkaufen wir in der Folge noch kurz was. Wo ist denn der? Der ist da oben, ne? Nee, Schurkenlehrer. Wie kommen wir denn da rein? Bin ich wahrscheinlich total falsch, ne? Können wir hier vielleicht reinklettern? Na, das geht nicht so recht, okay. Vorne ist der Eingang. Natürlich. Klingt auch plausibel. Da unten kommen wir nicht durch, obwohl wir klein sind, alles klar. So, gehen wir da mal fix rein. Verkaufen wir mal das Zeug. So, Gemischtwaren. Handwerkswaren, da können wir auch nichts. Waffenhändler, da können wir was reparieren. Immer wenn da so ein Amboss erscheint, können wir da reparieren bei demjenigen. So, die New Items können wir mal sortieren. Skorpitstachel können wir verkaufen. Kriecherfleisch, ja, Kriecherklaue. Können wir eigentlich alles verkaufen. Ich
glaube, das Kriecherfleisch kann man sogar für Kochkunst benutzen, aber soll uns gerade nicht interessieren. Zum Abschluss der Folge würde ich euch gerne noch zeigen, wie wir später aussehen könnten. Dafür gehen wir mal hier in unseren Atlas in die Sammlungen rein. Schauen wir mal hier, vielleicht bei Tier 4. Die sahen immer ziemlich nett aus, finde ich. Schamane Elementar. So, können wir mal gucken. Ziehen wir das mal hier nach rechts. Und mit Steuerung kann man hier was ausrüsten. Und ihr seht schon, an Orks zum Beispiel sind die Schultern immer extrem wuchtig. Das sieht sehr, sehr nice aus. Können wir mal zurücksetzen. Dann vielleicht hier T6. T6 würde so an uns aussehen. Oder das aktuellste, Tier 15. Gehen wir mal hier auf Schamane Elementar. So, das ist so ein bisschen aufgeteilt nach Schlachtzugsbrowser, normal und heroisch. Also die Raids sind inzwischen aufgeteilt, je nachdem, wie man die Raids angeht. Es gibt sehr einfache Raids, die man über den Schlachtzugsbrowser machen kann. Also der Schwierigkeitsgrad in den Raids ist deutlich vereinfacht. Dafür gibt es dann auch nur Gegenstände der Gegenstandsstufe 502. Wenn man normal mit Leuten in ein Raid reingeht, zum Beispiel mit Leuten vom selben Server, dann gibt es Items mit 522 Gegenstandsstufe. Und wenn man diese Raids auch noch mit dieser Gruppe in heroischen Modus abschließt, dann haben die Gegenstände Item Level 535. Entsprechend sind dann natürlich auch die Werte höher. Wir haben hier zum Beispiel bei dem Kopf 3697 Rüstung, bei dem einen kleineren fehlen ja knappe 130 Rüstungen. Also es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das würde zum Beispiel so aussehen. Und ihr seht das schon, Schultern extrem wuchtig. Das finde ich eben bei diesen großen männlichen Charakteren, wo zum Beispiel die Orks dazugehören oder auch die Tauren. Finde ich das immer sehr stark gemacht. Sieht auf jeden Fall klasse aus. Oder zum Abschluss hier nochmal das Tier 14, Elementarschamane. Können wir uns hier mal angucken. So würde das aussehen. Also ihr seht schon, wir werden definitiv richtig gefährlich ausschauen. Und ich freue mich drauf, mit euch dieses Let's Play bis dorthin zu spielen, zu gestalten, zu erleben. Bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns dann am Dienstag wieder in der 5. Folge. Bis dahin, ciao.